Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir halten heute eine Aktuelle Stunde hier ab. Aus welchem aktuellen Anlass interessiert vielleicht die Zuhörer auch? Zeitungsberichte haben in die Öffentlichkeit gebracht, dass eine von deutschen Autokonzernen finanzierte Forschungsgemeinschaft Abgasversuche an Menschen und in den USA auch an Affen hat vornehmen lassen. Und die von der Grünen Fraktion erhobener Vorwurf lautet nun, die Bundesregierung hätte von diesen Tierversuchen gewusst. Das sei schließlich im September 2016, also vor anderthalb Jahren schon, im Untersuchungsausschuss berichtet worden. Und da frage ich mich, Herr Krischer, Sie waren doch auch dabei. Die Frage kam heute schon und die müssen sich gefallen lassen. Wo war denn damals Ihre Reaktion? Und was rechtfertigt jetzt diese neue Enthüllung anderthalb Jahre später für diese Aktuelle Stunde? Keine Frage. Diese Tests sind ethisch und auch vom Erkenntnisgewinn her mehr als fragwürdig. Und deshalb kann ich mich den Ausführungen unseres Ministers und auch meines Kollegen Steffen Bilger nur anschließen. Das muss, und da bin ich mir sicher, wird auch aufgeklärt werden. Aber mindestens genauso sehr wie über dieses instinktlose Verhalten der deutschen Autobauer rege ich mich darüber auf, wie undifferenziert, unehrlich und damit auch verantwortungslos hier wieder einmal Stimmung gegen den Diesel gemacht wird. Und zwar zuvörderst gegen den Diesel aus deutscher Produktion. Und nichts anderes geht es hier. Das hat ja auch die Rede des Kollegen Krischer belegt. Wo war denn die Aktuelle Stunde, als ganz skandalös und neuerdings rauskam, dass die Stickoxide am Neckartor in Stuttgart dem schlechten Vorzeigebild im Jahr 2017 nur noch an 3 Stunden im ganzen Jahr, zulässig waren 18 gewesen, überschritten worden sind. Auch der Jahresmittelwert ist gesunken. Offensichtlich kann man dort das Problem peu à peu in den Griff kriegen, und zwar ohne Fahrverbote. Und seltsamerweise findet diese Meldung in der öffentlichen Skandaldiskussion um Stickoxide kaum Widerhall. Und warum nicht? Weil diese Meldung eben dem Ziel, dem Diesel den Garaus zu machen, nicht dienlich ist. Und deshalb ist es notwendig, dass wir aufhören, die Menschen weiterhin zu veräppeln, aufzuhetzen und einen Verleumdungsfeldzug gegen die deutsche Autoindustrie zu führen. Weil zu was führt es denn? Nämlich, dass wir am Ende vielleicht nur noch Elektroautos aus Fernost, vielleicht von der Marke des Hauptsponsors der Deutschen Umwelthilfe kaufen, die sich dann aber Hunderttausende hier im Land gar nicht mehr leisten können, weil sie in der deutschen Auto- und Zulieferindustrie ihren Job verloren haben. Ich lebe auf dem Land, in Römerstein auf der Schwäbischen Alb, und dort sind wir im Alltag auf unsere Autos angewiesen. Und gerade deshalb, weil wir viel fahren müssen, haben sich viele, wie zuletzt auch unser grüner Ministerpräsident, Dieselautos gekauft. Und diese Menschen werden durch diese permanenten Skandaldebatten zutiefst verunsichert. Sie sind besorgt, ob sie mit ihren Autos auch in Zukunft noch zur Arbeit nach Stuttgart fahren können oder ob sie sich nicht vielleicht lieber schnell mal ein neues Auto kaufen müssen, was nicht jeder eben mal so kann und eine Tesla schon gar nicht. Dann kaufen sie doch lieber sich Benziner. Aber wir wissen ja auch, dass die Abgase der Benziner, was die CO2-Werte in der Luft angeht, noch negativer sind und deshalb ist Ihnen das offensichtlich egal, liebe Kollegen von den Grünen. Hauptsache, der Diesel ist weg. Und dann kann man ja heftigst weiter kritisieren, dass wir die Klimaschutzziele nicht einhalten. Wie gesagt, es ging mir heute nicht darum, diese ethisch fragwürdigen Tests oder Betrügereien zu verteidigen oder zu verharmlosen. Es ging mir darum, dass wir die Debatte über Abgasgrenzwerte, Dieselmotore, Klimaschutz etc. ehrlich und sachlich führen. Und da gehört eben auch dazu, dass nicht nur die Betrügereien aufgeklärt werden, sondern auch alle Fakten auf den Tisch zu legen, auch die vielleicht nicht in ihr Weltbild hineinpassen.
Das Wort hat Cem Özdemir für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.